Hallo und ein herzliches Willkommen zu diesem kleinen Gemüse-Eintopf-Reis-Video. Der Reis kocht da drüben schon, den Abwasch in den Müll beachtet er besser gar nicht. Und ich habe schon einige Vorbereitungen getroffen, weil das Schälen, das muss ich euch aber nicht extra noch zeigen. Bewundert übrigens auch, dass da oben. Habe ich von meinem Neffen gekriegt. Da hätten wir Schlaubi, da hätten wir Muffi und das andere könnte Rassismus schlumpf sein, ich weiß es nicht genau, ist ja auch egal. So, wir machen wie gesagt einen Reiseintopf aus Süßkartoffeln, Erdkartoffeln, Karotte, Champignons und da kommt noch Wurst rein. Let's go. Ja, heldenhaft wie ich gewesen bin, habe ich ja schon mal einige Vorbereitungen getroffen. Und hier schon mal ein bisschen Reis angesetzt mit Lorbeer und allem drum und dran. Könnt ihr es sehen? Ihr könnt es nicht sehen, aber ihr könnt mir glauben, hier sind Lorbeerblätter drin. So. Und natürlich selbstredend, ja, die musste ich ein bisschen abschälen. Die war so leicht, naja, das passiert halt. Die war schon so leicht lädiert. Den üblichen Smalltalk beim Herstellen meines super duper mega Gerichtes, der bleibt euch natürlich nicht aufs Spart. Dann müsst ihr euch gewöhnen. Was gibt's denn schönes Neues? Ah, ja. Eine ganze Menge. Ich habe einen Leck in meiner Wasserleitung. Also, ja, in meiner Wasserleitung, in meiner Mischleitung. Direkt im Rohrschacht. Das ist aber nicht direkt bei mir. Das heißt, die Klempner müssen kommen. Alles schön aufmachen, aufmachen, aufmachen. Bei mir, bei meinem Untermieter, bei meinem Übermieter und überall. Ich habe keine Ahnung, wie ich das handeln soll. Das wird so richtig schön scheiße. Und warum? Weil die Leitungen alt sind. Prächtig. Absolut prächtig. Also, da freut man sich doch gleich. Jetzt braucht das warme Wasser ein bisschen länger. Was gibt es sonst noch so Neues? Wir liefern jetzt kräftig Waffen an die Ukraine, auch in Form von Panzern. Das ist natürlich ganz, ganz toll. Jeder weiß, dass das im Frieden nur dienen wird. Oh. Entschuldigung, das war sarkastisch. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, also, was soll ich dazu sagen? Ich bin dagegen. Ich bin gegen Waffenlieferung. Und ich bin gegen Löcher in Wasserleitungen. Tut mir leid. Das ist eben typisch Ostdeutscher. Wir Ostdeutschen haben halt alle einen an der Klatsche. Wenn wir von Frieden sprechen, dann spricht man von Diplomatie. Naja, in vielerlei Hinsicht. Aber sei es wie es sei. Jeder hat eine eigene Meinung. Wie auch immer. Ich glaube, unsere Bundesregierung, die hat uns nie belogen. Da kann nichts passieren. Was haben. Könnte schon schlimmstenfalls geschehen. So, ach ja, was ist noch passiert? Ich habe meinen Vorkostenanschlag bekommen für meinen Strom. Soll ich euch mal was verraten? Der hat sich mehr als verdoppelt. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Scheiß drauf, kein Problem. Wenn ich nicht so viel verbrauche, kriege ich schon was wieder. Nö, doch, ja. Ich bin ja nicht so oft zu Hause. Naja, doch schon, aber naja, das ist so oft, das ist relativ. Ich bin einfach viel auf Arbeit. Was übrigens auch der Grund ist, warum nicht immer so alles nach Maßstab funktioniert seitens der Videos. Ich hatte ja mal gesagt, dass ich wöchentlich Videos machen wollte. Funktioniert alles nicht so, wie man sich das denkt. Aber keine Panik, ich lasse euch nicht hängen. Oder, naja, wer es halt sehen will, der kann sich's angucken. Wenn nicht, dann nicht. So meine ich das. So wichtig ist mein Kanal jetzt auch wieder nicht. Sei es wie es sei. So, was haben wir noch so Schönes? Ja, es schneit, wer hätte es gedacht, im Winter fällt Schnee. Es ist klirrend kalt bei uns, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Alles schon schön zusammengewürfelt. Also ich meine nicht das hier, sondern ich meine generell, die ganzen Winter waren sehr milde und jetzt plötzlich, wo es mit dem Gas knapp wird und der Strom teuer wird und die Leute heizen müssen, ups, da kommt der Winter vorbei. Na, wer hätte das gedacht? Das ist natürlich Zufall. Es gibt solche Zufälle. Ich meine, hey, es ist Winter. Und im Winter ist es immer kalt. So. Was haben wir noch so schönes Neues? Denke, denke, denke. Wartet mal. Manch einer kann sich noch besser erinnern, das ist mein Vogelbeermarmeladen-Pams, der war fast nicht abzukriegen, der Deckel. Aber, naja, geschmacklich eher bitter. Bitter süß, aber verträglich. Also, ich denke, beim nächsten Mal mache ich es ein bisschen besser. Ja, wie gesagt, ich habe mich ein bisschen dazu herabgelassen, das Ganze mal zu kosten. Ich wollte das sowieso jetzt um diese Jahreszeit machen.
Und ich kann sagen, das Endergebnis kann sich eigentlich sehen lassen. Also, es ist eine Mischung aus süß und bitter, aber es ist okay. Wirklich okay. Ich mache das auf jeden Fall nochmal. Es ist im Magen geblieben und das ist alles, was zählt. Und das reicht mir aus, um zu sagen, das ist ungiftig. So, wie geht's euch denn gesundheitlich? Ich bin soweit zumindest körperlich gesund. Etwas genervt von vielen Dingen, aber ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Ups. Ich habe hier noch ein kleines bisschen mehr, wie gesagt, die Kartoffeln und diese Möhre. Das sind alles so Dinge, die halt weg mussten. Aber das muss ich jetzt nicht alles vorführen, wie ich das hier reinschneide. Bedenkt es einfach. So, der Reis ist fertig. Das ging fix. Ich habe ja auch schon gute Vorbereitung getroffen. Dann können wir mal die restliche Butter hier ranklatschen. Kann das Ding aufgewaschen werden dabei. Wunderbar. Da ist ja noch ein bisschen Reis, was da drin ist, macht nichts. Das wird sowieso drüber alles. Da ist das schon okay. Ich habe den ganzen Kram jetzt einfach so gelassen. Die Champignons fahre ich nachher, weil die gehen am schnellsten. Die müssen nicht so lange garen wie das hier. So, der Kessel brodelt schon. Ups. Mal gucken, wie ich das jetzt am besten reinmache, um zu spritzen. Einfach rein. Ich habe ja ein bisschen Ostmann-Gewürz übrigens reingemacht. Das muss auch aufgebracht werden. Und dann, nein, nicht spritzen. Spritzen, nicht spritzen. Werden wir das auch mal ein bisschen garen. Da das gewürfelt ist und klein, wird das auch nicht lange dauern. Das ist, oh Gott, oh mein Gott. Naja, gut, ja, es ist alles in bester Ordnung. So, ihr seht schon, das klappt wie geschmiert. Jetzt, nee, doch, das ist alles bestens. So. Jetzt lassen wir das Ganze erst einmal etwas köcheln. Und denken uns was Schönes. Ja, zum Beispiel, wie wir jetzt den Reis hier reinmachen, der übrigens köstlich schmeckt. Oh Gott. Warte mal, ich nehme. Ich hätte vielleicht nicht auch das nehmen sollen, wa? Jetzt kann man das besser rauskratzen. Rest, das ist jetzt wirklich ein richtiger Eintopf, ein richtiger Reste. Eintopf. Na gut, Reste, ich hab auch schon. Und zum Dessert gibt es einen Radwellen. Mal gucken, wie die schmecken. So. Es riecht etwas merkwürdig, aber das muss noch nichts bedeuten. Es ist noch nicht fertig. Das liegt aber am Gewürz, nicht an dem Gemüse, an dem Reis. Okay. Gott, oh Gott, oh Gott, ich hätte. Oh, das quillt doch noch, Mensch. Na gut, okay. Das wird schon. Wir sind am Ziel unserer Träume fast angelangt. Ich habe hier noch Würste, und zwar die hier. Die guten Würstchen, die in zarten Eigenheit. Die werde ich jetzt auch gleich mit reinschneiden. Damit die nicht länger offen bleiben müssen. Ich mache einfach Scheiben draus. Oh, ich hätte vielleicht einen Dampfkochtopf nehmen sollen, ganz größer. Jetzt ist es zu spät. Zu spät. So. Ja, damit habt ihr schon mal ein bisschen was von meiner Woche erfahren. Oder meinen letzten Wochen. Morgen geht es wieder in die Frühschicht. Ich habe überhaupt keine Lust drauf. Gucken wir mal an, wie die Dinge sich in Zukunft entwickeln. Wer weiß, wie lange ich noch Arbeit habe. Und das meine ich nicht, weil ich jetzt nicht so schlecht anstelle. Sondern eher wegen der aktuellen Lage. Denn was nützt es einem irgendwo in einer Kantine zu arbeiten, wenn die Kantine nicht mehr die Angestellten betreuen kann? Oh mein Gott, hier fliegt alles runter! Die sie eigentlich sonst immer besuchen. Mann, 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 Mann. So. Bitteschön. Ja, genau. Schön hier reinrollen. Und nicht irgendwo an den Rand. So. Finger in den Po. Nee. Kosten wir diesen Pams mal. Ich meine, gut, die Kartoffeln, das ist alles noch nicht so gut, wie es sein soll. Komm, ein bisschen was her. Probieren, probieren, probieren. Heiß. Die gute Nachricht ist, es schmeckt nicht, wie es riecht.
Das ist wirklich gut. Aber es ist noch ein bisschen lasch. Fehlt noch ein bisschen Zucker und Salz. Ich werde mal noch eine Idee Kümmel dran machen, weil der nämlich auch weg muss. Ich weiß gar nicht, wann der ist. Weil er wollte es auch nicht wissen. Eine Idee. So. Und etwas Zucker zum Abrunden. Das Ganze verrühren. Oh, Mensch. Jetzt müssen wir noch die Champignons rein, die sollen ja das alles rein. Aber das ist dann wirklich eine Mahlzeit, die dann wirklich halt für mehrere Tage hält. Das ist gut so. Das ist gut so. Kosten. Besser. Der zieht auch noch durch. Und dann schmeckt er noch besser, weiß ich. Mmh. Dann kommt jetzt noch das hier rein. Champignons. Biokost versteht sich. Das Erde? Ne, das ist keine Erde. Uah. Oh mein, oh mein, oh mein. Ja. Jetzt würden, oh, einige würden jetzt bestimmt sagen, die sind viel zu groß, die Stücken. Nein, die sind genau richtig. Für mich sind sie genau richtig. Ich mache das zu Ehren meiner Ausbilderin, die hat sich nämlich immer aufgeregt, wenn die Stücken zu groß waren. Und deswegen sind sie genau richtig. Das Einzige, was vielleicht zu klein ist, ist der Topf. Ich hätte meinen Dampfkochtopf nehmen sollen. Der ist nämlich noch größer. Da passt mehr rein, aber es passt gerade so. Es wird schon irgendwie gehen. Es wird schon irgendwie gehen, okay. Ja. So, da wären wir einmal. Oh, Gottes Willen, mein Gott. Ja, so viel dazu. Das ist, ja, weil hier so ein Ding ist und dann hast du hier so einen Fuß da. Könnt ihr gerade nicht sehen. Ach Gott, mein gutes altes Tischlein deckt dich. Ja, hier schön gekleckert, aber macht nichts. Kannst du leicht abwischen. Ja, okay. Kommen wir jetzt mal zum Finale des Ganzen. Hier haben wir einmal, ich habe den Namen vergessen, wartet mal. Ja, klasse. Das sind Mirabellen. Jetzt wissen wir's. Die sind übrigens schon entkernt. Sind sie nicht. Hab schon probiert. Nein, die kleckern. Ja, ich brauche Latz. Die Mirabellen sind lecker. Kerne sind trotzdem drin. Finde ich nicht so gut. Probieren wir jetzt mal den Eintopf, wenn wir mal verhungern. Der ist übrigens ziemlich dick geworden, man kann noch ein bisschen Wasser dran machen. Und man könnte jetzt noch ein bisschen grün als Deko reinmachen. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Ich bin da immer unpässlich. Heiß. Aber vom Geschmack her köstlich. Muss ich wirklich sagen. Der wird noch besser werden, wenn er gezogen hat eine Weile. Eintöpfe schmecken erst nach einigen, sagen wir mal nach mindestens einem Tag noch besser, finde ich. Das war's zu diesem Kochvideo. Tut das wieder der Eidotter. Egal. Das Essen ist prima, auch wenn es vielleicht nicht so aussehen mag. Was machen wir noch zum Abschluss? Ach ja, das Wort Mumie ist jetzt auch rassistisch, habe ich erfahren. Grüße gehen raus an alle Archäologen. Danke fürs Zuschauen. Ich werde jetzt erstmal mein Gesabber aufwischen, aufessen. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video oder auch nicht, wie ihr wollt. Tschüss und danke fürs Ertragen.